So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Und ihr seht schon, ich habe mir das Killerküken gestern schon geholt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wie ihr das Ganze holen könnt, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Extra ein Video zu hochgeladen. So, ich würde jetzt sagen, wir fackeln auch nicht lange. Aber vorweg, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn ihr kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, rein in den Shop. Und was haben wir? Der Cartoon-Muskelkater ist da. So, da bekommen wir einmal den Cartoon-Muskelkater. Also das Paket ist wirklich sehr, sehr günstig. Sehr, sehr günstig. Also, wir bekommen einmal den Cartoon-Muskelkater. Ist Geschmackssache, um Gottes Willen, kennen wir alle. Dann natürlich das schöne Rückenaccessoire. Dann noch die Pickaxe dazu. Dann noch die Musik. Also für 1700 V-Bucks kannst du hier gar nichts falsch machen. Vor allem das Lied geht wirklich lange. Ich habe es eine Minute ja anspielen lassen für euch, für Leute, die Musik suchen. Aber ihr seht ja, das Lied hier geht wirklich lange. Nicht so eine kurze Schleife oder so. Und dann haben wir noch den Ladebildschirm plus noch ein eigenes Emote. Das gehört natürlich immer nur zu dem Skin dazu. So, das war das. Und dann haben wir des Weiteren Cyclo wieder drin. Ach, Gesundheit. Ja, Luca wird sich freuen. Er hat ihn sich nämlich gegönnt. So, dann haben wir des Weiteren Sirene drin. Hat natürlich zwei Stile. Einmal die Comic-Variante oder die graue Variante plus die ganz normale. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Auch ein schöner Skin, wie ich finde. Kann man so auch ordentlich spielen. Dazu noch die männliche Variante, in der Waag. So, den natürlich auch in zwei Stilen. Und dann die Exitus-Exte. Lol, Sprachfehler. Und dann haben wir die Reflexklingen. Und Komplex ist wieder drin. Haben wir ja auch verschiedene Stile von dem Skin, nämlich genau zwei Stück. Den gab es ja damals bei diesem einen Cup, wo ich mir die Pickaxe besorgt habe. Warte mal. Da, hallo, da die Pickaxe ist das. Die ist wirklich, also zum Spielen ist sie wirklich nice. Hat jetzt auch mehrere Stile. Und dann gibt es des Weiteren noch Exil, den Kleiter. Also für 500 V-Bucks, schöner OG-Kleiter. Kann man sich eigentlich wirklich mitnehmen. So, dann haben wir Farbfleck. Erstmal Grüße gehen raus, wer mir das geschenkt hat. Ich sag ja, die Geschenke sind so krank, Leute. So, dann haben wir noch drin Rio Grande, auch in zwei verschiedenen Stilen. Einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne. Finde ich ein schöner Skin eigentlich. Schön simpel gehalten, aber für ein 2 finde ich persönlich ein bisschen zu teuer. Für mich ist es eigentlich nur ein 800 V-Bucks Skin. Dann haben wir noch doppeltes Spiel, die Geheimagentin vom Strand. Und Hula ist zurück nach langer, langer, langer Zeit. Und denkt dran, wenn ihr Emotes mal sehen wollt, gerne meine Emote-Playlist einfach mal durchlaufen lassen. Schreibt einfach mal unten drunter, ob ihr das Emote habt oder nicht. So unterstützt ihr mich und selbst seht ihr noch mal alte Sachen. So, des Weiteren ist drin Poplock. Er hat gar keinen Bock. Er hat keinen Bock zu tanzen. Was ist denn da los? Dann haben wir die Stoppaxt noch drin. Probieren es nochmal. Aha. Ding, ding. Auch glaube ich schon ewig nicht mehr da gewesen. Und Pausenvergnügen. Man kennt es. Habe ich damals nie gemacht. Ich habe nie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Dickensack? Nee. Dickensack war ein anderer Film. Aber das werden die meisten nicht wissen. So, dann haben wir das Batman-Paket noch komplett drin. Mit natürlich Batman-Skin, Kleider, Pickaxe, Ritter der runden Tafel ist natürlich auch noch im Shop. Und letzter Lara-Paket verfolgt mich irgendwie. Dann gibt es des Weiteren, heute gibt es einiges an V-Bucks, nämlich genau 65 V-Bucks gibt es noch zu holen in Rette die Welt. Einmal Level 23 und Level 58. Also, wenn ihr Rette die Welt habt und noch vor allem die alte Variante,
dann Level 23, Level 58. So Leute, das soll es gewesen sein mit dem Item Shop. Denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gebt mir meinen Creator Code YT-Family. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.